Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Uns geht's recht gut. Ja, das sagt sie, aber sie meint es ein bisschen anders. Denn wir sind bei fast 100%. Klar, müssen wir ein bisschen ausruhen. Beziehungsweise warten jetzt noch. Und ich überlege, vielleicht machen wir es tatsächlich. Wir nehmen einen Stick und schlafen nochmal 2 Stunden. Gut, schauen wir mal ins Journal. 51 Tage. 20% der Welt erkundet. Das ist ganz gut. Gut, wir müssen Wasser mitnehmen. Ich würde nämlich gern rübergehen. Die Frage ist nur, in welchem Zustand. Sind eigentlich meine Klamotten? Sind die fit genug, um so eine Tour auszuhalten? Wie viel Temper? 34 Grad. Reparieren. Gut, dann gehen wir zurück. Ist klar, dass es so keinen Zweck hat. Ich würde sagen, alles, was so 20 Grad ist, da kann man eine größere Tour machen. Wir können mal beginnen. Brauchen allerdings ein bisschen Stoff. Ruhig mal alles umlagern. Und fangen mal an, ein paar Sachen zu reparieren. 43 Minuten, okay. 76, das ist doch in Ordnung. Ich hoffe, es klappt genau. Und dann 75. Das könnte man noch mal machen. Dann legen wir das Zeug zurück. Und schauen mal, was es in Richtung Weiher für uns gibt. Ich denke, jetzt müssten wir noch mit der Temperatur ein bisschen besser sein, oder? 22 ist okay. In der Hoffnung, dort einen Hirsch zu schießen. Oh, das Gelände ist nicht gut. Sowohl wegen Wolf als auch wegen sich die Haxen brechen hier. So, aber es gibt keine Wölfe. Scheinbar. Allerdings gibt es auch keine Hirsche.
Aber vielleicht gibt's um Seehirsche. Kanickel gibt's auf jeden Fall, aber das ist ein bisschen wenig. So, erstmal kurz orientieren. So, der Bär ist offenbar noch nicht wieder da. Da liegt doch was, ach so. Därme? Verdorbenes Reh, okay. Ja, die hatte ich vielleicht rausgeschnitten. Kaputt, okay, die sind alle down. So, okay, erstmal ins Warme. Ja, hier kommt bestimmt mal ein Bär zurück. So, wir müssen erstmal ins Warme. Ja, und dann könnte man rübergehen. Und könnte, wie viel Grad haben wir es? 21. Versuchen dort eine Bärenjagd vorzubereiten. Aber, naja, wir haben ja auch jetzt keine Stoffe da. Also was man auf jeden Fall mal schauen kann, ob der Bär, ich glaube der patrouilliert hier, bin mir ziemlich sicher, ob der einen Kurs hat. Wo man von oben auf ihn schießen kann. Okay, da rennen die Wölfe. Und warum rennen die? Wegen des Bären wahrscheinlich, oder? Ja.
Dann wäre doch. Der Felsen. Wenn man da sieht, der richtige. Okay. Natürlich dumm, dass wir jetzt hier nicht vorbeikommen. Ah, der wandert darum. Da gab's ein Hirschkadaver. Ah, ich muss jetzt erstmal zurück. Ich verliere einfach viel zu viel Lebenspunkte, wenn ich hier nur sinnlos in der Kälte rumstehe. Aufwärmen. So. Okay. So, minus 15, also es ist erheblich milder. Vielleicht gelingt ja Folgendes, dass wir hinter den Bären kommen. Dummerweise trennt sich da eben auch Wölfe rum. Das ist natürlich alles andere als wünschenswert. Und dann hier irgendwie rüber. So, da flitzen immer noch die Wölfe rum. Der Bär treibt sie vor sich her, würde ich sagen. So, wir müssen jetzt hier umbiegen. Möglichst ohne. Okay, das war überraschend. Ich komme hier auch nicht weg. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der so auf mich zustürmt. Holy shit. Das ist so nicht geplant gewesen. Aber es könnte ein Vorteil sein. Hm.
Na, er kriegt mich hier nicht. Shit. Okay, zwei Pfeile daneben. Aber den Spot muss man sich merken. Ich muss bloß hier weg. Schauen, ob wir den Pfeil finden. Ja, da ist er. Okay, ein Hirsch, gut, aber was für mich schlecht lief, ich habe einen Pfeil verloren und ich habe eine Patrone verloren. Ja, das hat heikles Terrain, weil sich ja hier nicht nur der Bär rumtreibt, sondern doch noch die Wölfe. Jetzt aber hurtig, hurtig. Okay. Oh. Haben wir es mal wieder geschafft. Hier trotzdem gleich mal so ein Ding auseinandernehmen. Gut. So, dann hau ich mich ins Bett. Also. Ich würde sagen, wir nehmen 1, 2, 3 Sticks. Have a drink. So, und dann holen wir uns 9 Stunden hin. Da haben wir die Aurora.
Okay, es ist windstill. Das ist schon mal gut. Ah, es wird irre kalt draußen sein, denke ich. Kann er hier noch so einen Stuhl auseinandernehmen? Und eine Kiste. Und hat notfalls ein Feuer. Minus 29, okay, ist mir ein bisschen too much. Dann sage ich, ich nehme noch einen Stick und schlafe eine Stunde oder zwei. Zwei vielleicht. So, mein nächster Versuch. Wäre von einem erhöhten, von einer erhöhten Position aus runterzuschießen. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Könnte auch erstmal den hier probieren. Der hat seinen Treffer, der wird umfallen. Frage ist nur, wann fällt er um? Besser. Kommt er zurück? Einfach ein Feuer, oder? Ansonsten erfrieren wir hier ganz simpel und warten. Ja, liebe Freunde, so sieht's hier gerade aus. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.